Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der Foxhill Map, aber diesmal im Giants Editor. Es ist schon ein paar Tage her, die Umfrage Kollision von diesem Gebäude entfernen oder drin lassen. 81% der Teilnehmer haben abgestimmt für entfernen, also entfernen wir das jetzt. Ich ziehe mir mal vom zweiten Bildschirm, dass ihr das auch sehen könnt, den Cinegraph rüber und Attributes rüber. Das werden wir nämlich brauchen. Dann klicken wir einfach mal auf das Gebäude. Und hier sehen wir jetzt das Gebäude. Das ist erstmal nur eine Transform Group. Die hat eben noch keine Kollision. Das heißt, wir müssen das aufklappen. Da haben wir jetzt drei Lots. In der Regel hat immer nur der erste. Wir schauen mal hier. Ja, keine Kollision, keine Kollision. Und hier haben wir eine, das erkennen wir schon, Unreadic Body. Hier haben wir das Häkchen. Und da können wir jetzt theoretisch einfach hier hingehen und machen Kollision, das Häkchen weg. Damit ist die Kollision schon draußen. Das ist also im Prinzip alles, was man machen kann. Damit ist es am einfachsten auch wieder rückgängig zu machen. Dann muss man nämlich nur das Häkchen wieder reinsetzen. Man könnte jetzt auch hier die Collision Mask ändern, dass man hier jetzt einfach andere Bits nimmt, dass so eben zum Beispiel nur für gewisse Fahrzeuge die Kollision draußen ist und für gewisse bleibt es drin und so weiter. Aber das wird dann zu kompliziert. Das ist dann eher was für welche, die da richtig Ahnung von haben. Wofür die einzelnen Bits stehen und so weiter, kann man alles zum Beispiel, wo ihr auch den Giants Editor herkommt, im Giants Developer Network herausfinden. Und ja, so, das war's also im Prinzip schon. Einfach nur hier das Häkchen weg. Ist also im Prinzip, fragen ja auch immer wieder mal welche hier mit dem Zaun Kollision weg. Wie macht man das? Da geht man eben dann auch hier auf das Zaunstück drauf und macht eben hier das Kollisionshäkchen weg. Dann hätte der Zaun keine Kollision mehr. Finde ich persönlich Blödsinn. Dann drücke ich die Entfernen-Taste und entferne eben den ganzen Zaun. Da habe ich im Prinzip dann eben mehr von. Also machen wir hier einfach zack, wäre der Zaun weg. Ich werde den hier jetzt aber da lassen. Gehen wir einmal zurück. Ja, macht für mich mehr Sinn als ein Zaun, durch den man durchfahren kann. Das ergibt für mich eben wirklich absolut keinen Sinn. So, Gebäude ist dementsprechend erledigt. Wir klappen hier wieder alles zusammen, was wir irgendwie ausgeklappt haben. Das und das und das haben wir wieder alles zusammengeklappt. Und ja, Speichern nicht vergessen. Das dauert immer einen kleinen Moment und ich sage danke fürs Zuschauen und ja, die Folge ist noch nicht rum. Wir sehen uns dann gleich im Spiel wieder. Bis dann. So, da sind wir auch im Spiel angekommen. Ja, und ihr erahnt es vielleicht schon, wir befinden uns im Gebäude. So sieht es also von innen aus. Da sieht man jetzt, von innen sind meist keine Texturen vergeben. Das heißt, man kann nach außen durchgucken und sieht hier nur so ein paar Texturen, die man dann teilweise eben seitlich dargestellt sieht oder wo eben dann doch auf beide Seiten eine Textur da ist. Gehen wir mal hier vorne das Tor wieder raus. Also so von außen alles noch normal und wir müssen nichts drücken. Wir können einfach durchlaufen. So funktioniert das Ganze. Ja, und hier sehen wir einen großen Fauxpas. Hier haben wir Unkraut stehen. Das ist kein Mais. Wir haben Mais angepflanzt, aber das sieht nicht wie Mais aus. Das muss also Unkraut sein. Ja, bin ich leider versehentlich. Dem einen oder anderen ist es beim Zuschauen aufgefallen, auf die Taste gekommen und habe damit die Sämaschine umgestellt. Schade, da hätten wir so viel draus machen können. Aber wir sind gerade erst schuldenfrei geworden und dementsprechend möchte ich mir jetzt keine Rübenerntemaschinerie unbedingt zulegen. Wir schauen mal, was würde es denn kosten? Also wenn wir uns das Kleine holen, 17.000 und 88.000, das heißt, wir wären bei 105.000 Euro. Das ist natürlich schon nicht wenig und wir brauchen ja auch noch, ganz wichtig, wir brauchen ja auch noch ein Maisgebiss. Da wollten wir dann das hier nehmen. Das passt noch gerade so vom Geld. Also das kaufen wir uns schon mal. Und dann springen wir auch schon mal hier rein. Ich würde aber sagen, wir machen als erstes mal Feld 10, das Korn weg. Und dann geht es eben
anfällt. 15 ran. So. Da ist die Anhängerkupplung, da müssen wir hin. Zack. Dann können wir jetzt die Innenansicht. Wie sieht der Tank aus? Ja, eigentlich noch ganz gut, aber was soll's. Es schadet ja nicht, wenn man mit vollem Tank den Hof verlässt. Also machen wir hier noch kurz Halt. Füllen einmal noch den Tank auf. Und ja, inzwischen habe ich mich auch dazu entschieden, ich werde also hier auf dieser Map-Version bleiben. Kompostierung war leer, okay. Da war ich mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Ich werde hier auf dieser Map-Version bleiben, werde nicht auf die neue, weder auf die 2.0 noch auf die 2.1 wechseln und dementsprechend auch keine nachfolgenderen Versionen, da eben einfach immer mehr Nachteile im Prinzip bekannt werden, was ich eben hier ausnutzen kann und dort nicht mehr so gut funktioniert. Also scheinbar kann Cosplay dort dann überhaupt nicht mehr Stroh in die Kompostierung abladen fahren. Das ist also definitiv schon mal ein Riesennachteil. Und es haben sich natürlich hier und da ein paar Sachen geändert. Ja, wir merken jetzt hier ab und zu, ruckelt es mal so ganz leicht. Tut mir wirklich leid. Wir hatten ja das erste mit diesem Shader-Cache, der gelöscht war. Jetzt liegt es halt daran, neue Grafikkarte. Und da, müssen die halt teilweise auch wieder neu geladen werden. Sorry for that. Ich konnte es jetzt leider nicht verhindern. So, ich halte mal hier. War das jetzt die Mod-Schneidwerkswagen? Nee, da habe ich nichts von wegen lösen. Also kann ich die hier einfach loslassen. Machen wir lieber hier, statt wenn die da oben drauf... Aha, am Ast. Ich wollte doch sagen, am Stamm komme ich doch vorbei. Aber am Ast sind wir hängen geblieben. Okay. Okay ist das nicht, aber... Ich dachte schon, habe ich mich jetzt so verschätzt und bin doch gegen den Stamm gefahren. So, wir nehmen uns hier das Schneidwerk runter. Da funktioniert das Ganze noch recht gut. Und dann holen wir uns den Schneidwerkswagen nochmal dran und dann können wir den beiseite fahren. Den können wir ja jetzt auch im Prinzip hier rein bei dem Feld stehen lassen. Also den brauchen wir gar nicht groß woanders. Denn das andere Feld ist ja dann Maisgebiss und ja, wir schauen mal, ob ich einen neuen Kredit aufnehme. Oder wie hat es ein Zuschauer so schön gesagt, das Sparschwein schlachte. Oder ob wir eben dann das Ganze untergrubbern, weil es ja eben Unkraut ist. So, wir fangen jetzt hier als erstes mal an. So, das hier kann ja verschoben werden in die Verkaufskurse. Das war Ordnung wieder halten. So, hier Dreschen, Feld 10. Den brauchen wir. Dann eben da noch passend vorne dran fahren. Vielleicht noch schauen. Einmal, dass der Verkehr da durchkommt. Und wie sieht das denn aus mit Strohhäckseln? So, weil wir vorne auf dem Schneidwerk sind, da müssen wir erstmal nach hinten wechseln. So, Strohablage ausschalten. Nein, die soll ja angeschaltet bleiben. Fahren wir also hier noch ein bisschen schöner davor. So, STRG Numpad 7, Cosplay starten. Freundchen, was hast du denn da jetzt gemacht? So haben wir das aber nicht geplant. Ah, zwei kombinierte Kurse. Der hatte noch einen alten Kurs drin. Da dran hing es also. So, dann laden wir den also nochmal neu und hier wieder starten. Und hier ist natürlich dann auch wieder die Frage, funktioniert das mit dem Wendemanöver oder funktioniert es nicht? So, aha, die Früchte für die Arbeit, ja, durch das Neuaufspielen von Windows und so weiter musste ich natürlich auch das Spiel neu installieren. Also so ein paar Errungenschaften ploppen da zwischendrin mal auf, obwohl die eigentlich... schon längst erledigt waren. Das war jetzt hier dementsprechend auch der Fall. Wir machen das mal aus. Wir bleiben aber noch kurz drin und schauen, ob der hier dementsprechend zurechtkommt.
Beziehungsweise, ich könnte ja schon mal hier rein. Der hat sogar schon einen Anhänger dran. Das ist ja sehr schön. So, dann braucht er einen kombinierten Abfahrkurs. Bekommt hier den Drescher zugewiesen. Zack. Und dann haben wir hier den Abfahrkurs von Feld 10 Lager Silo. So, und dann fahren wir hier noch ein Stückchen nach vorne. Machen mal einstellen. So, da hat er seinen Wegpunkt gefunden. Und dann kann der schon mal in Richtung Feld hochfahren. Damit wir da schon mal einen Abfahrer in der Nähe haben. Und in der Zeit springen wir wieder hier rein. Der braucht ja doch noch einen Moment, bis er ans Feldende gefahren ist. Dass wir eben schauen, funktioniert das oder müssen wir nochmal kurz rausnehmen, nochmal neu laden, damit es dann funktioniert. Ich weiß immer noch nicht genau, warum das Ganze so ist. So, und der hat jetzt durchdrehende Reifen. Wo hat der sich denn jetzt festgefahren? Irgendwo da unten. Da muss er jetzt kurz warten. Jetzt ist mir das Feldende schon zu nah. Wenn ich dann jetzt erstmal runterhüpfe, dann verpasse ich das hier vermutlich. Also warten wir mal noch kurz. Lalalalalala. Ja, und dann werden wir heute natürlich auch, also an diesem Spieltag, an diesem fünften Spieltag, das erste Mal ausprobieren, Cosplay Rasenmähen. So, und er fährt aber das Schneidwerk hoch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass er es hinbekommt. So, und Rückwärtsgang. Ja, das sieht gut aus. Also macht er diesmal von Anfang an richtig. Eieiei, da bist du wohl ein bisschen zackig um die Kurve geschossen, mein Freund. Also hier ein bisschen vorsichtig machen. So, dann wieder hoch, weiter in Richtung Feld. Ja, was machen wir in der Zeit? Wir könnten natürlich den hier dann schon mal versuchen lassen zu mähen. Haben wir zwar nur einen Abfahrer, aber ja, muss jetzt dann einfach mal ausreichen. Dann müssen wir aber hier erstmal unser Frontgewicht loswerden und müssen dann eben natürlich ausprobieren, wie sieht es eben aus. Kann er mähen und gleichzeitig sammeln oder müssen wir die Schritte nacheinander durchführen lassen? So, erstmal hier hinfahren. Nicht mit den Reifen drauf, so reicht. Abwerfen. Und weg. So, dann brauchen wir Schneidwerk und wir brauchen natürlich auch Kurs. Hatte ich da schon einen Mähkurs für gemacht? Nee, kein Mähkurs. Dann nehmen wir uns mal hier das Mähwerk. Zack. So, dann müssen wir also einen Feldarbeitskurs müssen wir machen. Keinen Düngen säen, sondern Feldarbeit. Hier gehen wir mal auf automatische Breite erkennen. Da macht er jetzt 3,6. Da gehe ich mal runter auf... Ich mache mal lieber auf 3 Meter. Nicht, dass es nachher zu breit ist und dementsprechend da zu sehr Probleme. Hier müssen wir schauen, Feld 6 User. Deswegen hatten wir das ja vorher gespeichert. Und wir starten hier oben, also Nordosten, und fahren dann nach Westen rüber. Nordosten, nach Westen. Am Startpunkt enden, ja, müssen wir machen. Damit er von dort aus eben besser wieder auf den Abfahrkurs dann kommt. Das Ganze können wir jetzt mal speichern unter Mähen. Wir machen erstmal 6. 6. Mähen. 3 Meter. So speichern wir das. So passt das, glaube ich, am besten dazu. Und wo haben wir denn den Sammelwagen? Der hängt an dem hier noch dran. So, werf mal ab. Und fahr mal ein bisschen zur Seite. Den brauchen wir jetzt erstmal. Dann kannst du dich mal hier neben geschmeidig parken, auch wenn du dreckig bist. So. Dann gehen wir hier wieder zurück.
nehmen uns das Ganze ab. Und ja, wir haben hier, wir haben hier Mähen 6, also geladen. Und dazu müssten wir jetzt noch den Abfahrkurs 6 Lagersilo mit dazu kombinieren. Also wenn das funktioniert, dass er mähen und gleichzeitig einsammeln kann, dann eben so auf die Art und Weise. So, und dann jetzt hier noch schnell in Richtung Feld. Ja, und ich müsste den Abfahrer eigentlich noch anders einstellen, hat auch noch jemand in die Kommentare geschrieben, weil der, ja, nach dem Abtanken, dann nach dem einen Abtanken hier, sieht es jetzt mit 6 und mit 67% recht gut aus, also er hat 2/3, hat vermutlich jetzt schon 2-mal abgetankt, also noch 1/3 dazu, noch einmal abtanken ist er voll, aber eben je nach Menge, da müssen wir eben mal drauf schauen, ob wir nicht dann ab und zu den Abfahrer früher losschicken, wieder am Hof sich zu entleeren, um somit dann eben ja nicht nur einen Teil aus dem Drescher rauszuholen, sondern den möglichst immer sehr leer zu bekommen. Das müssen wir eben, wie gesagt, so ein bisschen im Auge behalten. So, jetzt kommen, jetzt ziehen wir mal hier vorbei. Wir haben zwar keine Geschwindigkeitsgranate hier, aber ein bisschen schneller kann er ja schon fahren. So, am Drescher vorbei und ja, ich bin gespannt, ob das funktioniert, ob er das hinbekommt. Wir könnten es natürlich eigentlich ja auch schon jetzt ausprobieren, indem wir hier schon mal Cosplay starten. Dann gehen wir mal in die Außenansicht, zoomen hier ein bisschen weg. Und schauen mal, was macht er denn? Da macht er Halt, merkt, da drüben muss ich hin. Er klappt das Schneidwerk schon mal auf, das sieht schon mal gut aus. Hinten hat er auch vorbereitet, also das scheint zu funktionieren. Ja, war jetzt natürlich vom Lenken her der Ansatz nicht ganz so schön, aber ansonsten scheint das doch ganz gut zu funktionieren. Sind wir mal guter Dinge. Natürlich klar, er mäht jetzt natürlich auch nur da, wo vorher festgelegt wurde, da ist das Feld, beziehungsweise hier ist er jetzt mit dem Anhänger an den Feldrand gefahren. Und ja gut, Wendemanöver sieht auch nicht so schön aus. Also da müssen wir überlegen, ob wir das wirklich so machen lassen. Oder ob wir dann doch mähen und danach separat einsammeln. Um den Unterschied da mal zu sehen. Ah ja, hier ist jetzt Cosplay auch wieder nicht ganz leer geworden. Also der Drescher. So, ich entlasse den jetzt mal. Na, da sind wir. So, ich entlasse den jetzt mal. Dann stellen wir jetzt einfach mal den Hänger hier rein. Da stört er uns am wenigsten. Das ist ein Mitarbeiter von uns. Der hat uns erlaubt, da mal den Hänger in die Einfahrt zu stellen. Das ist kein Problem. Wir müssen nur so uns hier hinstellen, dass seine Frau zur Not mit dem Auto da noch weg kann. Wir müssen natürlich nach hinten. So, das wegwerfen. Zack. Gut, und dann schauen wir jetzt mal. Jetzt machen wir natürlich den Kurs wieder anders. Das heißt, wir machen das weg ohne Abfahren. Jetzt nur rein den Mähenkurs. Und schauen mal, wie er jetzt hier lang fährt. Zumindest das Wendemanöver könnte da ja ein bisschen schöner passen. Und wir können natürlich auch durchaus dann überlegen, ob wir später mit Hand den Rand dann auch noch mitmähen. So, mein Freund, wo fährst du jetzt hin? Er fährt schon gleich in die nächste Bahn. Nein, 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 nein. Ich möchte hier nochmal wenigstens das Stück auch und schauen, ob das dann da hinten besser funktioniert. Also hier starten und nicht da drüben. Ja, gut, das funktioniert jetzt. Da hat einer durchdrehende Räder, das müssen wir jetzt mal gerade ignorieren. Ja, hat sich sowieso wieder erledigt.
Dann schauen wir mal. Uiuiui, und wir haben schon ganz schön Überlänge. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.